Ja, hallo, ich bin der Bernd Seehafer, einer der zuständigen Reifeningenieure für das BMW-Team Schubert. Zwei BMW Z4 GT3. Ich bin Winfried Lippert, Serviceingenieur bei Dunlop, zuständig für Robe. Und zwei Mercedes SLS AMG GT3 auf der Jagd nach den Sekunden beim 40. 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Wir haben natürlich mit unserem Team das Auto auf P1 gestellt. Dunlop hat natürlich uns optimal unterstützt, weil der Reifen muss natürlich funktionieren. Der Erfolg und die Niederlage, das hängt zu einem großen Prozentsatz vom Reifen ab. Rund 200 Autos, 700 Fahrer, über 150.000 Fans und jede Menge Blechsalat schon in den ersten Runden. Die Piste fordert ihren Tribut. Der Nürburgring ist die härteste Rennstrecke der Welt, da ja das Ganze eine Berg- und Talbahn ist. Mit Sprungkuppen, mit Kompression, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Es wird dunkel um die Nürburg. Das Anfangschaos hat sich etwas beruhigt. Jetzt nicht nachlassen. Auf der Piste und beim Boxenstopp muss alles stimmen. Der Wechsel ist absolut nach Plan verlaufen. Wir liegen eigentlich ganz gut. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es sich in der Nacht weiterentwickelt, die Situation. Im Klartext, der Z4 und die Reifen arbeiten perfekt zusammen. BMW fährt allen davon. Auch bei den Rowe-Rennern läuft's rund. Position 2 nach 30 Runden. Uhr, Drama bei BMW. Antriebsprobleme, 52 Minuten in der Box. Bye-bye, Gesamtsieg. Super Performance, Rundenrekord im Qualifying. Was hilft's, wenn das Pech zuschlägt? Im Schnitt konnte ich 10 bis 15 Sekunden schneller fahren wie der Rest vom Feld. Und wir konnten große Schritte nach vorne wegfahren. Technik, so kann es manchmal gehen. Typisch Eifel. Am Morgen die Nordschleife unter Wasser. Jetzt gilt's. Wenn wir dann unsere Dunlop-Regenreifen draufschneiden, mit dem BMW Z4, dann geht's richtig vorwärts. Rowe Racing hat das beste Regenpaket, setzt seinen SLS AMG an die Spitze, während andere den Regentango tanzen. Für uns war das Wetter mit dem Regen in den Morgenstunden eigentlich perfekt. Weil die Dunlop-Reifen, A sind sie im Regen sehr gut und B bei Abtrocknen der Strecke gehen sie nicht so schnell kaputt wie die Wettbewerbsreifen. Doch wieder schlägt die Nordschleife gnadenlos zu. Aufhängungsschaden am SLS, aus der Traum. Ja, das ist natürlich sehr bitter jetzt, wenn du führst und hast dann einen technischen Defekt. Noch ein Schubert Z4 ist im Rennen, kurz nach Mittag auf Platz 2. Dann auch hier Antriebsprobleme. Ein Unglück kommt selten allein. Nach 24 Stunden darf Phoenix Audi seinen ersten Gesamtsieg bejubeln. Bei den Dunlop-Teams gibt's Wasser statt Champagner. Trotzdem eine starke Partnerschaft, Top-Performance, Rundenrekord. Allerbeste Voraussetzungen für den 24-Stunden-Krimi im nächsten Jahr.